Liebe Weinfreunde, ich freue mich, dass ich euch jetzt den Riesling Kammerling 2020 vorstellen darf. Ebenfalls ein Traisental DRC. Riesling hat eine sehr lange Tradition in unserer Gegend und auch im Traisental und ist deswegen auch in die DRC-Verordnung mit aufgenommen worden. Das bedeutet, auf den Riesling und grünen Veltlinen in unserem Gebiet, die typisch für das Gebiet sind, darf die Bezeichnung Traisental stehen. Auf allen anderen Weinen darf nur Niederösterreich stehen. Die Typizität des Weines wird auch in einer Kommission von 6 Personen verkostet und hier wird auch entschieden, ja, dieser Wein ist typisch für das Gebiet oder nein, dieser Wein muss als Niederösterreich-Wein verkauft werden. Ja, Riesling Kammerling. Kammerling, die Bezeichnung kommt ja öfters vor, das ist eben die Bezeichnung für unsere Weine in unserem klassischen Segment und ist die Bezeichnung der Mikrofossilien, die bei uns im Konglomeratgestein vorkommen. Und wir nehmen eben mit dieser Bezeichnung Bezug auf den Boden und die Herkunft des Weines. Der Riesling im Traisental hat ein ganz eigenständiges Profil, ist nicht wirklich vergleichbar mit anderen Weinbaugebieten. Und so finde ich in diesem Riesling ein leicht blumiges Bouquet mit immer diesen salzigen Anklängen, die bei uns in den Weinen aufgrund ihrer Herkunft mitschwingen. Leichte Zitrusnoten und die ganz typischen Steinobstnoten und hier der Pfirsich, den ich hier erkennen kann. Ja, die animierende Säure des Rieslings, die ist 2020 schon da, also ein sehr kühler Jahrgang. Aber das ist man ja beim Riesling gewohnt und das stört auf gar keinen Fall, das mögen wir. Und ja, die Fruchtaromen, die begleiten uns auch am Gaumen, die finden wir sehr animierend, ich hoffe auch. Also wirklich die Mineralität des Traisentals, diese Zitrusanklänge, die immer mitschwingen, die Pfirsichfrucht. Ein wirklich sehr bekömmlicher Riesling, trotz seiner Säure, die, jetzt nicht falsch verstehen, heuer nicht abartig hoch ist, aber durchaus spürbar. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Wein bei euch zu Hause verkostet oder ihn irgendwo bei unseren Partnern kauft auch oder ihn auch bei uns ab Hof abholt. Das könnt ihr natürlich jederzeit.